Ich glaube vielmehr, dass Sie derjenige waren, der hier zugeschlagen hat. Sie hatten die Schnauze voll, um es mal in Ihrem Jargon auszudrücken. Sie wollten sich nicht länger über den Tisch ziehen lassen. Hm, Herr Rehse? Muss ich das jetzt verstehen? Sie wissen doch ganz genau, worauf ich anspiele. Nachdem mein Mandant das Haus verlassen hat, sind Sie hingegangen und haben ihn so zugerichtet, wie er jetzt da sitzt. Nein, ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen. Sie haben mir meine Abreibung verpasst, Nein. Herr Rehse. Also ein Nachbar, der Herr Struwe, hat genau um 17.02 Uhr ein Klirren gehört. Das dürfte die kaputte Scheibe gewesen sein. Das heißt also, nachdem auch der Notruf eingegangen ist, und zwar exakt eine Minute später durch Herrn Rehse, hätte er nur eine Minute Zeit gehabt, um ihm diese Verletzungen beizubringen. Ist doch völlig unmöglich, Herr Verteidiger. Es ist möglich. Wenn wir den Anfang der Geschichte, die uns der Rehse erzählt hat, als wahr unterstellen, er ist angekommen, die Türe war offen, dann ist er rein. Er ist von Herrn Gassmann reingelassen worden. Der war ja arglos. Und dann haben Sie die Chance gepackt. Und dann haben Sie nachher, um einen Überfall zu inszenieren, haben Sie die Scheibe dann eingeschlagen. Hm? Ich habe damit nichts zu tun. Ich verstehe mich gut mit drauf. Ja? Und außerdem, wenn ich ihn so vermöbelt hätte, warum klagt er da nicht mich an, sondern den hier? Soll ich Ihnen das wirklich erklären? Das wissen Sie doch selber. Er hat Angst vor Ihnen. Sie haben ihm klargemacht, dass Sie wiederkommen werden, wenn er Sie hier preisgibt. Also das ist ja lächerlich. Das muss ich mir nicht bieten lassen, ja? Warum habe ich dann den Notruf angerufen? Zuerst vermöbel ich ihn, dann rufe ich einen Notruf an, oder was? Ja, also bitte. Also bitte, das ist doch wohl die einfachste Erklärung. Um sich in ein vernünftiges Licht zu setzen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ja, natürlich ist das mein Ernst. So konnten Sie doch dann auch noch dem Notruf, den Ärzten und den Sanitätern, die kamen, da konnten Sie doch noch den hilfsbereiten Menschen spielen. Fragen wir doch mal konkret in die Richtung. Gab es denn zwischen Ihnen und Herrn Gassmann mal geschäftliche Differenzen? Nein, ich verstehe das ganze Gefasel von dubiosen Geschäften und über den Tisch ziehen, das verstehe ich nicht. Sie erklären das mal, wieso wir so in diese Richtung fragen. Wir haben vorher ein anonymes Fax bekommen und der Verfasser behauptet, aus Ihrem Umfeld zu stammen und Beweise dafür zu haben, dass Sie zusammen mit Herrn Gassmann Waffen ins Ausland schmuggeln. Wie bitte? Außerdem sollen Sie in einem Telefonat geprahlt haben, dass Sie Herrn Gassmann so zugerichtet hätten. Sie wollen mich verscheißen, oder? Nein, ich zitiere mal, es kommt jetzt hier mal zur Verlesung, auszugsweise dieses Fax. Henrik Rehse hat damals lachend geprahlt, Anführungszeichen, der Gassmann wird mich nicht mehr so schnell über den Tisch ziehen, dafür habe ich gesorgt, Anführungszeichen. Ich soll das gesagt haben. Ja, haben Sie es denn? Ich bin ein ehrlicher Unternehmer, ja. Ich zahle meine Steuern pünktlich. Da muss ich mir doch nicht alles vorwerfen lassen hier. Na, dann erzählen Sie uns doch bitte mal, wie so Ihr Geschäftskontakt zu Herrn Gassmann aussieht. Ja, ich führe seine Transporte, seine Delikatessen führe ich durch. Mehr nicht. Das ist alles. Und deshalb müssen Sie persönlich zu Ihnen nach Hause kommen? Ja, ist mein bester Kunde. Ah. Als Chefbehandlung gehört er zum Service. Haben Sie denn eine Erklärung für diese Anschuldigung, wie Sie hier in diesem Fax stehen? Vielleicht will mir einer meiner Konkurrenten schädigen. Das machen Sie doch ständig. Also alles erfunden, ja? Ja. Herr Rehse, hier ist nichts erfunden. Hier passt alles wunderbar ins Bild. Gassmann belastet Sie nicht, damit Ihre dubiosen Geschäfte bei der Polizei nicht rauskommen. Und er macht mit Ihnen einen riesen Waffenschmuggel auf. Und wissen Sie, was passiert ist? Michelle ist Ihnen draufgekommen. Und deshalb haben Sie Michelle verschwinden lassen. Michelle ist tot. Und Sie beide zusammen haben Sie auf dem Gewissen. Es gibt keine Waffengeschäfte. Kein Grund, so bedrohlich gegenüber dem Herrn Verteidiger aufzutreten. Dieses dubiose Telefonat hat es nie gegeben. Und mit Waffen habe ich auch nichts zu tun. Ich verstehe das nicht. Entschuldigung, gell. Wollt ihr mir sagen, was hier läuft? Ah, hallo. Er hat dieses Lügenmärchen erzählt. Und sein Kumpel hat wahrscheinlich das Fax geschickt. Ah, wunderbar, sehr gut. Dankeschön. Ja. Wir haben Glück, die Person, die dieses Fax aufgegeben hat, war noch in der Nähe der Poststelle und wird nun hergebracht. Das wird allerdings ein bisschen dauern. Deswegen ergeht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung in einer Stunde. Herr Rehse, Sie sind allerdings noch nicht entlassen als Zeuge. Sie haben in einer Stunde auch wieder hier zu sein. Die Hauptverhandlung gegen Malte Schering wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und versuchter Nötigung wird hiermit fortgesetzt. Herr Seelhoff, würden Sie bitte mal draußen nachsehen, ob der anonyme Verfasser dieses Fax inzwischen da ist? Mache ich. Kommen Sie mal rein. Gehen Sie mal gleich nach vorne auf den Stuhl, bitte. Guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz.
Hallo, Bruderherz. Du lebst? Ich dachte, du bist tot. Herr Schellen, bleiben Sie bitte sitzen. Ja, aber... Bleiben Sie bitte sitzen. Wenn das Ihre Schwester ist, verstehe ich natürlich, dass Sie sich mehr als freuen. Aber trotzdem sind wir noch in der Hauptverhandlung. Mein Gott, wie siehst du aus, du? Geht's dir gut? Ich habe mir Sorgen gemacht. Klar. Geht das jetzt in deinen Schädel rein, dass ich ihr nichts getan habe? Ist doch egal jetzt. Michelle, ich will alles wissen von dir. Was war denn los? Warum hast du dich nicht gemeldet? Ihr zwei, jetzt unterbrechen wir Sie mal. Ich stelle jetzt erstmal die Fragen, ja? Zunächst mal an Sie. Sie müssen ja die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Okay. Sie sind die Schwester des Angeklagten. Dann sind Sie Michelle Gassmann. Ja. Ja. Wir haben ein Foto von Ihnen gesehen. Das liegt nach wie vor da. Das hat nicht viel Ähnlichkeit mit Ihrem jetzigen Aussehen. Ne? Ja, ich habe mir die Haare abschneiden lassen und blondiert. Dann kommen wir mal zu Ihrem Personal. Also den Namen habe ich ja schon. Wie alt sind Sie denn? Wo wohnen Sie? Ich bin 33 und die letzte Zeit habe ich in Spanien verbracht. In einem kleinen Ort bei Valencia. Ihr Familienstand? Verheiratet. Ja, aber nicht mehr lange, Mädchen. Ja? Jetzt, wo du von den Toten aufgestanden bist, da reiche ich die Scheidung ein. Ja, sofort. Die kannst du gerne haben. Ist kein Problem. Versteh mich nicht falsch. Ja, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, aber so einfach so abzuhauen ist nicht drin. Ich hatte gute Gründe und das weißt du genau. Gut, bevor wir dazu kommen, sagen Sie mir noch kurz Ihren Beruf. Ich bin Industriekauffrau und zuletzt habe ich aber in einer Bar gearbeitet. Ja, und das ist Ihr Bruder hier. Deswegen, Belehrung, Sie müssen nicht aussagen, weil Sie ja mit ihm verwandt sind. Ich möchte aussagen. Dann ist klar, dass es mal einige Fragen sind. Ja. Jetzt haben Sie das gesagt, Sie hatten gute Gründe abzuhauen. Welche denn? Ja, wenn ich nicht schnell genug untergetaucht wäre, dann hätte ich nicht mehr lang zu leben gehabt. Wieso mussten Sie untertauchen? Ich hatte wahnsinnige Angst vor meinem Mann. Angst? Vor mir? Ich wusste die ganze Zeit nie, was Ron eigentlich abzieht. Für mich war er immer nur der charmante Delikatessenverkäufer. Bis etwas geschehen ist, was mir die Augen geöffnet hat. Jetzt bin ich aber gespannt. Können Sie mich vor ihm schützen, nach der Verhandlung? Also, wenn das nötig sein sollte, selbstverständlich. Das wird nötig sein. Wieso hatten Sie Grund, Angst zu haben von Ihrem Mann? Ich habe da etwas mitgekriegt, was ich wohl nicht mitkriegen hätte sollen. Mein Mann hatte Besuch, einen Fremden. Keine Ahnung, wer das war. Sie haben sich im Wohnzimmer unterhalten. Sehr leise unterhalten und... Das hat mich neugierig gemacht, also habe ich gelauscht. Aha. Und worum ging es dabei? Es ging um Juri. Juri ist einer von Rons Mitarbeitern. Den hatte ich mal kennengelernt auf einer Firmenfeier. Aha. Ron meinte, dass Juri aussteigen wollte. Und das wäre eine Gefahr fürs Geschäft. Besonders kurz vor einem so großen Deal wäre das eine Katastrophe, wenn Juri zur Polizei rennen würde. Aha. Ich kann mich an so ein Gespräch nicht erinnern. Jetzt halten Sie sich mal raus. Und wie ging es mit diesem Juri dann weiter? Zwei Tage später habe ich von Juri ein Foto in der Zeitung gesehen. Jemand hatte ihm in den Kopf geschossen und ihn weit außerhalb der Stadt einfach in einen Graben geworfen. Und da wusste ich sofort, dass die beiden Juris Ermordung in unserem Wohnzimmer geplant hatten. Willst du mir jetzt einen Mord anhängen? Willst du das? Haben Sie denn was zu tun mit diesem Tod von diesem Juri? 55 SCPO, so muss ich selber euch nicht belasten. Ich kenne keinen Juri. Juri, ich hatte nie einen Mitarbeiter namens Juri oder sonst irgendwas. Hast du irgendwelche Beweise für den Scheiß, den du hier redest? Ja, die habe ich. Also nicht für Juris Ermordung, aber für deine illegalen Geschäfte. Als du nicht zu Hause warst, habe ich deine ganzen Unterlagen durchwühlt und alles kopiert, was mir wichtig vorkam. Und die Unterlagen? Die Unterlagen sind bei einer befreundeten Journalistin. Ich habe von Spanien, also wir haben gemeinsam von Spanien aus weiter recherchiert. Mhm. Wieso sind Sie denn mit den ganzen Unterlagen nicht direkt zur Polizei gegangen? Ich hatte Angst, dass wenn es nicht ausreicht, dass sie Ron wieder laufen lassen müssen. Und das wäre mein sicherer Tod gewesen. Die Unterlagen können Sie natürlich jederzeit gerne haben. Sehr gerne. Und ich bin auch ganz gespannt, was der Herr Gassmann dazu sagen wird. Trotzdem verstehe ich noch nicht ganz, wieso Sie untergetaucht sind. Wusste Ihr Mann, also Herr Gassmann, denn, dass Sie da seine Unterlagen kopiert haben? Nein, aber an dem Abend habe ich ein Telefonat mitgehört. Und zwar hat er demjenigen am Telefon gesagt, dass er ein Problem hat, das er beseitigen müsste. Es würde ihm zwar das Herz brechen, aber er könnte kein Risiko eingehen.
Und da war mir klar, dass er mich beseitigen wollte. Ich wusste es. Du. Ich bin, ohne zu überlegen, habe ich das Haus verlassen. Hab mein Konto leergeräumt, meine EC-Karte und mein Handy weggeworfen, da ich Angst hatte, dass er mich sonst irgendwie finden könnte. Du bist doch paranoid. Denkst du wirklich, dass ich seelenruhig zusehe, wie du mich umbringen lässt? Denkst du das? Ich habe dann eine Freundin in Valencia, hat mich aufgenommen. Und bei der konnte ich dann auch in der Bar gleich arbeiten. Irgendwie musste ich mich ja über Wasser halten. Ja, Michelle, warum hast du mir nicht gesagt, dass du untertauchst? Ich war ja bei dir an der Wohnung, aber du warst nicht da. Also habe ich schnell einen Zettel geschrieben und dir darauf kurz alles erklärt. Da war nichts. Doch, ich hab ihn dir unter der Tür durchgeschoben. Da stand drauf, dass ich mich eine Zeit lang nicht melden werde, weil ich einfach Angst hatte, dass Ron mich findet. Und ich war mir sicher, dass er dich überwachen lässt. Aber da war kein Zettel. Deshalb habe ich ja geglaubt, dass du tot bist. Dann muss ihn aber irgendjemand weggenommen haben. Es kann nur bedeuten, dass Ron seine Handlanger bei mir vorbeigeschickt hat. Weil er gedacht hat, dass du dich bei mir versteckst. Die sind bei mir eingebrochen und haben den Zettel mitgenommen. Herr Gassmann, wissen Sie denn was von diesem Zettel? Zettel, Papiervögel, ich weiß nichts von Zetteln. Frau Dudka, Sie waren da so ein bisschen unruhig, stelle ich gerade fest. Wissen Sie irgendwas davon? Weiterhin, Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Also wenn Sie was wissen, dann sagen Sie es. Und Sie haben wirklich genug Beweise, um... Ja, ja. Was wissen Sie, Frau Dudka? Was wird denn das denn jetzt, wenn es fertig ist? Ich hatte mich vorhin nie getraut, was gegen Ron zu sagen. Ich hatte Angst. Sie müssen wirklich keine Angst haben. Bitte. Wenn Sie was wissen, sagen Sie es, ja? Sie müssen auspacken. Ron darf so nicht durchkommen. Herr Schering hatte recht. Zwischen mir und Ron lief schon tatsächlich länger was. Deswegen war ich auch dabei, als dieser Mann Ron den Zettel gebracht hat, der er aus Herr Scherings Wohnung gebracht hat. Jetzt drehen alle durch. Sie haben jetzt erstmal Sendepause, Herr Gassmann, ja? Ron war richtig sauer, dass sie Michelle mit ihrer Flucht zuvor gekommen war. Er hat geflucht, dass er sie eigenhändig umbringt, weil sie wieder noch mal auftaucht. Wo ist der Zettel? Jetzt gibt's den noch. Ron hat ihn ins Kaminfeuer geworfen. Sag mal, was hat dir der Penner bezahlt, damit du so eine Scheiße hier erzählst? Das ist die Wahrheit. Eins verstehe ich nicht, Frau Dudka. Wieso sind Sie immer noch mit Gassmann zusammen, wenn Sie so eine Angst vor ihm haben? Sie kennen Ron nicht. Den verlässt man einfach so nicht. Ich hatte ja keine Ahnung. Es tut mir so leid, dass du die Nachricht nie bekommen hast. Schon all die Monate. Warum hast du nicht wenigstens mal angerufen? Ich wusste ja nicht, dass du die Nachricht nie bekommen hast. Ich wollte auch nicht das Risiko eingehen, dass du alleine gegen Ron vorgehst und irgendwelche Dummheiten begehst. Ich hatte ja vor, bald wiederzukommen. Und dann hatte ich dir auch noch den Kranich geschickt zum Geburtstag. Als kleines Zeichen, damit du weißt, dass es mir gut geht. Der war also tatsächlich von dir? Ja, ich hatte mich nur nicht getraut, so viel dazu zu schreiben, weil ich ja immer noch Angst hatte, dass er dahinter kommt, wo ich stecke. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du die Nachricht nie erhalten hast und den Kran nicht. Woher wussten Sie jetzt überhaupt von dem Strafverfahren und von der Verhandlung heute hier? Meine Freundin, die Journalistin, hat es in der Zeitung gelesen und hat es mir dann gesagt. Und daraufhin bin ich natürlich sofort hierher gekommen, weil ich nie wollte, dass mein Bruder Probleme bekommt wegen mir. Also was diese Beweise angeht, die Sie jetzt angesprochen haben und die Sie über Herrn Gassmann gesammelt haben, da wird sich die Staatsanwaltschaft darum kümmern. Und die wird das alles prüfen. Jetzt stehen in dem Fax aber auch noch ganz andere Dinge. Zum Beispiel behaupten Sie, dass Sie aus dem Umfeld von Herrn Reese stammen. Ja, das war gelogen. Aber sonst hätten Sie mir ja nie geglaubt. Gab es dieses Telefonat denn, das Sie da angeblich mitbelauscht haben wollen? Ja, das gab es. Das gab's nicht. Doch, das war vor ein paar Tagen. Da habe ich ihn in der Stadt zufällig gesehen. Da habe ich ihn verfolgt. Wo war das und um wie viel Uhr? Das war am Bahnhof, wie gesagt, so vorgestern. Und es müsste so gegen 5 gewesen sein. Vorgestern um 5. Dachte ich mir doch. Das kann gar nicht sein. Ich war zu der Zeit in Österreich auf der Autobahn. Ich bin für einen Fahrer eingesprungen, für eine Lieferung. Ich meine, das müsste sich ja leicht nachprüfen lassen. Nur zu. An, oder? Dann war es halt 6 Uhr. Ich belehre Sie jetzt wirklich mal ganz eindringlich.
Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Und wenn Sie hier lügen, um Ihrem Bruder zu helfen, Michelle, dann hat nicht nur er Ärger am Hals, sondern haben Sie ganz großen Ärger am Hals. Es ist lieb von dir, dass du mir helfen wolltest, aber die Suppe muss ich alleine auslöffeln. Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht, Michelle. Wird das gerade ein Geständnis? Ja, ich... Als dieser Kranich in der Post war, da war ich total durcheinander. Ich wusste nicht mehr, was ich denken soll. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich wollte, dass Ron mir sagt, was mit Michelle los ist. Ich habe das Tape eingepackt, bin zu ihm gefahren. Was ich sage, wie ich ihn dann gesehen habe, wie er da gesessen hat, einfach so, als ob nichts wäre. Ich war einfach so wütend. Wütend? Ja. Du hast mir alle Knochen kaputt gemacht. Und ich habe ihr kein Haar gekrümmt. Herr Gassmann, zum Glück konnten Sie ihr kein Haar krümmen. Sie wissen genau, was Sie vorhatten. Und Sie wissen auch ganz genau, was Sie mit Juri gemacht haben. Es ist alles gelogen. Alles gelogen. Auch, dass ich irgendwas mit dem Verschwinden von ihr zu tun gehabt hätte, ist alles gelogen. Das ist definitiv nicht gelogen. Ich hoffe, wenn Sie die Beweise sehen, dass Sie mir glauben werden. Sonst... Und dass er bald weggesperrt wird, weil sonst bin ich tot und Sie auch bald. Also da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Und ich sage Ihnen eines, Herr Gassmann, wenn da auch nur ein Fünkchen Wahrheit darin ist, was hier erzählt worden ist, dann werden Sie mit einer erheblichen Freiheitsstrafe zu rechnen haben. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie Beweise haben, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Frau Dudka, die nachher von mir vernommen wird, wie auch diese Zeugin, ein paar interessante Dinge über Sie erzählen. Sie brauchen hier nicht so aufzutrumpfen. Zunächst, Herr Staatsanwalt, haben wir allerdings der Zeugin versprochen, dass sie hier nach Ende der Verhandlung keine Angst mehr haben. Sie wird auch keine Angst haben müssen, weil ich jetzt dem Herrn Gassmann, und jetzt hören Sie genau zu, Ihnen die vorläufige Festnahme erkläre. Wegen des dringenden Tatverdachts, illegalen Waffenhandels, Herr Seelhoff, passen Sie auf den Herrn auf, Sie bleiben hier. Gut, gibt es an die Zeugen noch weitere Fragen? Dann bleibt die Frau Gassmann, ebenso die Frau Füttka und genauso auch der Herr Reese unvereidigt. Danke, dann nehmen Sie bitte hinten Platz. Wir haben noch einen Bundeszentralregisterauszug, der ist ohne Eintrag. Der Angeklagte ist also nicht vorbestraft. Den Nachbarn hätten wir noch draußen, den Herrn Struve, den brauchen wir nicht verhören, nehme ich mal an. Nehmen wir so zu Protokoll. Weitere Erklärungen, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, ich kann es kurz fassen. Der Sachverhalt hat sich nach Anklage bestätigt, nachdem der Angeklagte hier ein Geständnis abgegeben hat, was hier auch bei der Strafzumessung zu seinen Gunsten spricht. Allerdings hat der Angeklagte aus seiner Position nur einen vagen Verdacht gehabt, ja, zwei Ausländer mit Lederjacken, die ihm dann Anlass gegeben haben, nur weil sich seine Schwester nicht meldet, hier dem Geschädigten, dem Opfer, einen Knochen nach dem anderen zu brechen, ihn richtig auf erbärmliche Art und Weise zu foltern. Das kann hier nicht unter den Tisch fallen. Ich beantrage gegen die Angeklagten eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich schließe mich, was die rechtlichen Ausführungen anbelangt, völlig Ihren Ausführungen an. Ich will aber hier nicht unerwähnt lassen, dass mein Mandant, und das ist für mich wesentlich bei der Strafzumessung, strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten ist und das dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren, er hat ein reuiges Geständnis abgelegt. Deshalb halte ich eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann, für Tat und Schuld angemessen. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Herr Schering, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen und Sie haben auch das letzte Wort. Ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten, dass ich nicht wusste, was mit Michelle ist. Aber ich stehe dazu, was ich gemacht habe. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Malte Schering ist schuldig gefährlichen Körperverletzungen, Tateinheit mit Freiheitsberaubung und mit versuchter Nötigung. Paragraphen 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2, 239 Absatz 1, 240 Absatz 1, 2 und 3, 22, 23 und 52 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Es ergeht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Aachen vom 30. Januar 2011 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Das Wichtigste war mir, dass zunächst mal die Frau Gassmann und die Frau Dudka keine Todesangst mehr haben müssen. Aber lassen Sie uns nicht aus den Augen verlieren, es geht hier heute nicht um Waffenhandel, es geht auch nicht um die Hinrichtung dieses Juri. Auch wenn die Sympathien nicht gerade auf der Seite des Herrn Gassmann sind, dürfen wir doch die Schuld
und die Tat des Angeklagten nicht aus den Augen verlieren. Er hat mit dem Stuhl auf ihn eingeschlagen, bis er ihm das Schulterblatt und den Arm gebrochen hat, eine schwere Gehirnerschütterung verursacht. Dann hat er ihn gefesselt und gefoltert, um den Aufenthalt seiner Schwester zu erfahren, und hat ihm dabei das Nasenbein gebrochen und nach einen Finger nach dem anderen. 8 Finger. Solch eine beispiellose Brutalität tut mir leid. Der hehre Zweck heiligt niemals solche ekelhaften, widerwärtigen Mittel. Ja? Sie hätten eine Freiheitsstrafe weit über 3 Jahren hier bekommen, wenn sie nicht eben ohne Vorstrafe gewesen wären, wenn sie nicht ein ehrliches Geständnis am Ende abgelegt hätten. Sie sagen, sie stehen dazu, das finde ich gut. Ja? Und natürlich haben wir auch berücksichtigt, dass sie wirklich eine ernsthafte, nachvollziehbare Angst um ihre Schwester hatten. Aber das reicht keinesfalls für eine Freiheitsstrafe in der Größenordnung, wo überhaupt eine Bewährung in Betracht käme. Das wäre ja ein Freibrief für jede Art von Folter, wenn nur der Zweck und das Ziel edel genug ist. Gegen das Urteil kann allerdings noch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Und Herr Gassmann, wenn nur ein Teil dieser Vorwürfe gegen Sie zutrifft, insbesondere Waffenhandel und Hinrichtung dieses Juri, dann wird der feine Herr Delikatessenhändler in Zukunft von Delikatessen nur noch träumen können und wird die Suppe bis ans Lebensende aus dem Blechnapf auslöffeln. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. So, Herr Gassmann, Sie kommen mal mit. Sie gehen bitte mit zur Vernehmung und Sie bringen nach oben. Jawohl. Bei einer Hausdurchsuchung bei Ron Gassmann wurde umfangreiches Beweismaterial gefunden. Er wurde wegen Mordes und mehrfacher Verbrechen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Das Verfahren gegen Irina Dudka wegen uneidlicher Falschaussage wurde gegen Zahlung einer Geldbuße von 1.500 Euro eingestellt.